Ha! Ja, es geht weiter. Es geht weiter, liebe Leute. Wolfgang auf der Albatros und ich im Spiel als Let's Play Odyssey im Auftrag des Königs. 32. Folge, glaube ich, ja. Ja, Wettsaufen mit Halvar hatten wir ja gesehen in der vorigen Folge. Und wir haben wieder hier neue Geschichten zu looten. Das interessiert. Und dann frage ich mich, ja, da hinten steht der Gork schon wieder. Oh, hier ist noch ein Stück Fleisch, ein Löffelchen Schinken. Käse. Jetzt. Lalalala. So, gibt's hier auch was Neues? Irgendwie nicht, aber dann holen wir uns mal den Grog da. Oh, der kann aber fliegen. So. Ich schätze mal, dass das das Versteck ist von Halvar. Ach, da war ja Halvars rum oder sowas. Erzähl mir nichts. Oder was war da? Bei den vielen Flaschen. Dürfte dann nur eine sein. Echter Seemann, weißer Grog. Haben wir hier Bier, 12, Wacholder. Da ist eine Grogflasche, Halvars rum. Aha, okay. Das heißt also, wir haben eine Specialflasche gefunden. Wahrscheinlich ist da gar kein Rum drin, sondern nur Wasser. Man weiß es nicht. Okay, gucken wir mal, was Wolfgang dazu sagt. Ich habe Halvars geheimen Rum- und Grogvorrat entdeckt. Was hast du? Das ist ja großartig. Und wo war er versteckt? Du wirst es nicht glauben. Ganz in deiner Nähe. Nämlich hier im Lagerraum, bei den Proviantkisten. Was? Also direkt vor meiner Nase? So ein Fuchs. Der dachte wohl, dass man dort als Letztes nachsehen würde. Und? Wie sieht es aus? Du sagtest doch, dass du ihm einen Streich spielen wolltest. Ja, sagte ich. Aber wie? Ich habe Halvar zum Wetttrinken herausgefordert und... Wie bitte? Du hast Halvar zum Wetttrinken herausgefordert? Ist das wirklich wahr? Ja, habe ich. Hast du keine Idee, wie man ihn bezwingen kann? Sowas nicht. Doch, die habe ich. Und wo wir jetzt Halvars Versteck kennen, ist meine Idee auch sehr leicht umzusetzen. Ja, das wäre ein ganz toller Streich, den wir ihm da spielen könnten. Hör also zu, der gute Halvar kann wohl so gut wie alles an Alkohol vertragen. Alles. Nur keinen Wein. Als er mal versehentlich welchen getrunken hatte, ist ihm sofort übel geworden. Wir brauchen daher nur etwas Wein in die Rumflaschen zu füllen und schon muss der gute Halvar in die Koje. Für dich dürfte es dann ein leichtes sein, ihn beim Wetttrinken zu schlagen. Ja, klasse. Das ist cool. Ja, Wein macht müde. Das ist klar einverstanden. Natürlich heimlich rein in Halvars Flaschen. Auskünfte über die Mannschaft kennen wir. Okay, dann machen wir das mal. Einverstanden. Dann fülle heimlich Wein in Halvars Flaschen. Das werde ich. Wird das ein Spaß? Eine Frage noch. Warum bist du so versessen darauf, Halvar einen Streich zu spielen? Weil der Kerl ein ganz schöner Angeber ist. Der kommt sich doch unglaublich stark vor. Deshalb. Aha. Ja, ja, das ist mir auch schon im Gespräch mit Halvar aufgefallen. Ja, das heißt, gönnen wir uns den Spaß. Sodele. Soweit ich weiß, ist das der Steuermann. Da ist er doch. Na los, Halvar, Wettsaufen ist angesagt. Nee. Erstmal speichern. Save often, save early. Na los, Halvar, Wettsaufen ist angesagt. Ich dachte schon, du würdest kneifen. Also los. Eins muss man dir lassen, du hast einen ganz schönen Zug drauf. Trinken wir weiter. Junge, das sind ja richtige Weinballons. Und, kannst du noch? Na klar. Gluck, gluck, gluck. Schön. Verdammt, mein Kopf. Wieso ist mir denn auf einmal so schlecht? Ja, sehr gut. Ich weiß nicht wie, aber du hast gewonnen. Ich muss mich unbedingt aufs Ohr legen. Ups. Ja, muss ich jetzt aufs Ohr legen? Wieso denn das? Wo ist meine Questerledigung? Und? Komm später wieder, wenn du was von mir willst. Okay. Mein Gott, brummt mir der Kopf. Ja. Gucken wir mal in der Lok.
Ach ja, Wolfgang, ich habe unseren Scheuermann betroffen. Sieht gut, dass Halvar es stets seinen eigenen rumtrinkt. Ich sollte ihn erstmal seinen Rausch ausschlafen lassen und Wolfgang berichten, dass unser Plan funktioniert hat. Mal gucken. Dann sollte ich Herr Wolfgang berichten. Das heißt also, ja, doch. Was das alles ist. Herrlich. Ich habe Halvar beim Betttrinken besiegt. Tatsächlich. Dann hat unser Plan ja ganz gut funktioniert. An diesen Tag wird der gute Halvar noch lange denken. Ja, so sollte es sein. Man wird sich nie etwas ändern. Liebe Zuschauer und Freunde, wie ist denn dafür die Quest erledigt? Die ist erledigt. Ja, dann haben wir nur noch mit Sven hier ein Problem. Und zwar sollten wir ihn provozieren und dann irgendwann mal einen auf die Rübe geben. Frage mich nur, ob ich überhaupt die Stärke habe, das zu schaffen. Die Kojen, die waren doch, glaube ich, einen drüber. Ja. Ja. Das sind die ausgehängten. Die ausgehängte Tür hier. Finde ich auch lustig. Wahrscheinlich ging es in der Mod irgendwie nicht besser. Es, hey, so du. Zu machen. Ja, Albin, hallo, du bist doch der Schiffskoch. Hallo, bist du der Schiffskoch? Nee, sehe ich so aus. Ich bin der Schiffszimmermann. Der Schiffszimmermann? Ach so, und wo ist der Koch? Haha, reingefallen, mein Freund. Der Schiffszimmermann ist der Steuermann Halvar. Ich aber bin Albin, der Schiffskoch der Albatros. Nichts für ungut für den kleinen Scherz. Du bist wohl der neue Matrose, der angeheuert hat. Ja, der bin ich. Ich heiße Roland. Gut, Roland, dann herzlich willkommen an Bord. Danke. Und was kochst du so? Und? Was kochst du so? Eine Spezialität von mir. Albins Fischsuppe. Musst du unbedingt probieren. Ich weiß ja nicht. Hast du was zu essen für mich? Na klar, hier hast du deine Suppe. Wollen wir die mal probieren, die Suppe? Hast du außer Fischsuppe noch etwas anderes zu essen? Etwas anderes zu essen? Hey, bei mir gibt es nur Fischsuppe, verstanden? So eine Fischsuppe kräftigt, ist schmackhaft und sehr gesund. Merk dir das, mein Junge. Trotzdem, du könntest ruhig noch etwas anderes Essen anbieten. Was? Hör mal, wenn dir meine gute Fischsuppe nicht schmeckt, dann kannst du dir dein Essen demnächst woanders abholen. Schmeckt dem Kerl meine gute Fischsuppe nicht? Ich fass es nicht. Ich hab dir noch gar nicht so probiert. Das will ich ja jetzt mal machen. So, jetzt bin ich mal gespannt. Irgendwo muss so ein Teller sein, ne? Hab ich wieder zu weit gescrollt. Da, nee, ach hier. Ah, ich hab schon eine. Ah, dann probieren wir mal die Fischsuppe. Oh mein Gott. Ich mag keine Fischsuppe. Man darf halt nicht alles glauben, was man hört. Ich schmeck ja wie Süßströmming. Völlig vergoren. Ach ja. Ach ja, ich wollte mal eine Runde schlafen. Sonnenaufgang. Nächsten Morgen. Ach, ich mach mal nächsten Morgen. So, jetzt geht's mir besser. Und wer pennt da? Immer noch Halvar. Verdammt. Was willst du? Und? Ausgeschlafen? Verdammt, brummt mir mein Schädel. So etwas ist mir noch nie passiert. Tja, einmal ist immer das erste Mal. Hey, jetzt gib mal nicht so an. Da war doch im Rum irgendwas drin. Wein oder sowas. Gib's zu, du hast heimlich Wein in den Rum getan. Ach, und wie soll ich das bitteschön gemacht haben? Na, vielleicht hast du meinen geheimen Schnapsvorrat entdeckt. Wenn du meinst. Auf jeden Fall habe ich gewonnen, oder? Ja, du hast gewonnen. Und nun lass mich endlich in Ruhe. Okay, dann kann ich ihn gleichzeitig fragen, ob er mich zum zweiten Bootsmann vorschlagen könne. Wirst du mich nun zum zweiten Bootsmann vorschlagen? Nichts da, werde ich. Das habe ich alles dir zu verdanken. Jetzt bleib mal auf dem Teppich. Du hast ein Wettsaufen verloren. Na und? Ist das ein Grund, gleich sein Wort zu brechen? Komm, ich weiß jetzt, dass du Wein oder sowas ähnliches in meinen Schnaps geschüttet hast. So? Und wenn schon? Wir hatten keine Bedingungen vereinbart, wie ich dich besiege. Richtig. Trotzdem war das verdammt unfair von dir. Aber das ist nicht das Schlimmste. So? Was ist denn noch so schlimm? Dass du jetzt ein wenig geschlafen hast, oder was? Genau das.
Denn in dieser kurzen Zeit muss ich Lord Baldwins Sextanten verloren haben. Oh, war ja. Was sagst du da? Lord Baldwins Sextant ist weg? Ja, ich muss ihn irgendwo im betrunkenen Kopf liegen gelassen haben. Oh, war ja. Weißt du, was das heißt? Wenn wir keinen Sextanten mehr haben, sind wir aufgeschmissen. Ja. Dass Lord Baldwin mir den Kopf abreißen wird, ist noch das Wenigste. Hast du denn keine Ahnung mehr, wo du überall gewesen bist? Versuch dich zu erinnern. Habe ich schon, Mann. Aber umsonst. Ich kann mich einfach an nichts mehr erinnern. Eine Katastrophe ist das. Heißt das, dass wir jetzt auf dem ganzen Schiff suchen müssen? Und wenn er jetzt nur auf dem Meeresgrund liegt? Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich werde den Sextanten für dich suchen. Das ist auch das Mindeste, was du für mich tun kannst. Ja, ja. Wirst du aber dann noch dein Wort halten, wenn ich das Ding finde? Also, wenn du den Sextanten wieder hast, kannst du von mir aus auch Kapitän werden. Doch, wie gesagt, wo das Ding ist, weiß ich nicht. Da wirst du das ganze Schiff absuchen müssen. Ja, das denke ich nämlich auch. Oh, weia, das Schiff absuchen. Für einen Sextanten. Und was ist, wenn ich 7 Tanten finde? Das weiß ich nicht. Ach ja, hier haben wir ja den Erik. Den fragen wir mal. Ach ja. Hey, Erik. Hast du vielleicht unseren Sextanten gesehen? Nein, wieso sollte ich? Ist er etwa weg? Nun sagen wir mal, er wurde vorübergehend verlegt. Genau. Dann sorge schnell dafür, dass er wieder aufgefunden wird. Ich möchte nicht in der Haut des Seligen stecken, der dafür verantwortlich ist, wenn Lord Baldwin davon erfährt. Genau, deswegen kein Wort zu Lord Baldwin. Das ist Albin, vielleicht weiß er was. Hallo Albin, hast du vielleicht gesehen, was Halvar nach dem Wetttrinken gemacht hat? Ja, habe ich. Der gute Halvar schien mir etwas durcheinander. Erst ging er brav in seine Koje, dann torkelte er durch seine Tür zurück ans Deck und kam schließlich nach einiger Zeit wieder. Hatte er irgendetwas bei sich? Also als er ans Deck ging, hatte er seinen Sextanten und eine Buddel rum bei sich. Als er aber zurückkam, hatte er nichts bei sich. Du weißt nicht zufällig, wo er seinen Sextanten gelassen hat? Nee, kann ich dir leider nichts sagen. Ja, ja, ja. Also. So, und das ist ja unser Volker. Hallo Volker, kannst du mir helfen? Na klar, was willst du wissen? An wen habe ich mich an Bord zu wenden? Bei uns Paladinen ist hauptsächlich Gernot für dich zuständig. Bei irgendwelchen Fragen der Ausbildung aber kannst du dich auch gerne an die anderen Ritter wenden. Und wer ist von den Matrosen mein Ansprechpartner? Da gehst du am besten zu unserem Bootsmann Harald. Der ist dein unmittelbarer Vorgesetzter. Ja, kennen wir ja schon. Ach, ihn können wir auch noch fragen, ob er den Sextanten gesehen hat. Das wollen wir nämlich auch mal gleich fragen, aber hoffentlich verpfeift er uns dann nicht. Hast du vielleicht unseren Sextanten gesehen? Willst du mich etwa auf den Arm nehmen? Natürlich nicht. Den haben im Regelfall Lord Baldwin oder der Steuermann unter dem Arm. Ja, gut. Okay. Trotzdem gucke ich aber hier nochmal nach. Schiffswache. Glaube ich, hier gibt es eine verschlossene Tür. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Okay. Also, dann haben wir diese Sektion schon mal geklärt. Ja, hier, ich dachte, hier geht es zum Magier. Das heißt, ich muss nochmal Deck runter. Und du bist der Konrad. Hey. Vielleicht einen Sextanten oder sowas gesehen? Was? Nein, aber wieso fragst du? Ach, ich wollte mir mal so ein Ding nur mal ansehen. Na sowas. Aber wenn du nur das willst, dann solltest du mal zum Steuermann gehen. Vielen Dank. Warst eine echte Hilfe. Darf ich kurz mit dir sprechen? Okay. Ja, du darfst. Der Innos dir vergeben hat. Aha. Ja, ja, genau, richtig. Das ist ja, weil ja einer... Wer war denn das nochmal? Der wollte eine Zauberspruchrolle mit Licht haben. Ich habe eine Flasche mit geweihtem Wasser gefunden. Kennst du vielleicht jemanden, der so etwas gebrauchen kann? Was sagst du, hast du? Du hast eine Flasche mit geweihtem Wasser dabei? Ja. Ja, die habe ich. Möchtest du sie vielleicht haben? Ja, ich möchte sie. Was verlangst du für sie? Nun, es ist alter Brauch, dass eine heilige Gabe gegen eine andere getauscht werden soll. Richtig. Ja, das ist richtig. Doch was könnte ich dir dafür geben?
Sag, suchst du immer noch nach einer Lichtzauberspruchrolle? Ich würde dir jetzt eine geben. Jawohl. Und ich weiß nicht, wäre das nicht ein sündiges Verlangen von mir? Nun, wer solch ein Wasser findet wie du, der muss von Innos begnadet sein. Jawohl. Außerdem glaube ich jetzt, dass du und dein Schiffskamerad Innos Zauber nicht missbrauchen werdet. Papa, nein, das werden wir nicht. Ich bin bereit, das geweihte Wasser gegen den Lichtzauber einzutauschen. Ich danke dir. Hier ist der Spruchzauber für dich. Ja, sehr gut. Jetzt habe ich endlich einen Lichtspruchzauber, den ich ja vorher verkauft hatte. So, wo ist er denn? Ja, nee. Da, da ist er. Ne. Da ist er. Ne. Heiliges Licht. Ein Paladin-Zauber. Das heißt, damit wir das hier mal erledigen können, gehen wir mal hier rüber. Irgendwer brauchte das doch. Dandolo? War das Dandolo? Nee, das war doch ein Blonder. Weiß, dass es ein Blonder war. Es war nicht Dandolo. Ach, da ist der Blonde. Das liegt doch auf der Hand. Genau, Ernst. Hey, du! Hier, hast du deinen Lichtzauber. Bei Innos. Ein echter Paladin-Lichtzauber. Hat dir Konrad ihn etwa gegeben? Frag nicht. Sei einfach froh, dass du ihn jetzt hast. Das bin ich auch. Was willst du dafür haben? Betrachte es einfach als Geschenk von mir. Wahnsinn, Mann. Ich danke dir. Also wenn du mal meine Hilfe brauchst, kannst du jederzeit auf mich rechnen. Ja, dann such mal nach dem Sextanten. Oder? Über Halvar was erzählen. Hallo Ernst. Kann ich dich mal was über Halvar fragen? Na klar, ich habe schon gehört, dass du ihn beim Wetttrinken geschlagen hast. Also wenn du mich fragst, dann war das eine enorme Leistung von dir. Danke. Sag mal, hast du vielleicht gesehen, was Halvar direkt nach dem Wetttrinken gemacht hat? Und ob ich das gesehen habe. Zuerst torkelte er nur über das Mitteldeck, aber dann stieg er die Stufen zum oberen Vorderdeck hinauf. Doch das Beste war, dass er zu guter Letzt dann noch den Mast hochkletterte, ganz hoch, bis nach oben zu dem Ausguck. Also bei Adanos, da könnte einem ganz schön Angst werden bei solch einer Kletterpartie. Irgendwann aber kam er glücklich wieder herunter und ging an mir vorüber. Er ist wohl dann zu seiner Koje gegangen. Hatte er vielleicht irgendetwas bei sich? Ja, aber genau habe ich nicht hingesehen. War wahrscheinlich eine Pulle rum oder sowas. Aha. Ah ja, das ist ein sehr guter Hinweis. Guck mal, was Knut sagt. Achso, hey, ich lass mir deine Frechheit nicht länger gefallen. Du bist ein mieser Schläger. Hey Knut, vielleicht Halvar gesehen. Hey Knut, vielleicht Halvar gesehen? Wann denn? Nach dem großen Besäufnis? Genau dann. Klar, der ist an mir vorüber und ist dann brav in seine Koje gegangen, der Arme. Und woher kam er? Na, vom Mitteldeck, wo Ernst und Dandolo standen. Ich hab ihn gerade eben mit Sven verwechselt vorhin. Knut soll ich ja provozieren, weil er immer so blöde Sprüche macht. Bertram? Ich suche sowas wie einen Sextanten und... Was heißt, ich suche sowas wie einen Sextanten? Was willst du mit dem Ding? Nun, ich wollte auch mal mit so einem Gerät umgehen können. Schön, doch solange wir nur einen haben, wirst du darauf wohl verzichten müssen. Ich glaube zumindest nicht, dass Lord Baldwin oder der Steuermann dich damit herumspielen lassen. Das sehe ich aber auch so. Naja, Roland ist ja so intelligent und clever, dass er natürlich nichts erzählt, dass er weggegangen ist, der Sextant. Hast du vielleicht Halvar nach dem Wettsaufen gesehen? Okay, hier ist eine längere Pause. Nein, habe ich nicht. Ich habe als Schmied viel zu viel zu tun. Da bleibt keine Zeit, auf andere Dinge zu achten. Ich habe aber gehört, dass du Halvar beim Wettsaufen geschlagen hast. Wie hast du das nur geschafft? Ja, ich muss immer nochmal klicken. Weiß ich selbst nicht mehr genau. Na, immerhin. Auf jeden Fall bin ich beeindruckt. Gut. Zu diesen langen Pausen bei den Konversationen, da ist mir aufgefallen, da ich auch die Sprachdateien bearbeitet habe, dass noch bei den einzelnen Audio-Files noch so ein langer, stummer Schwanz dabei ist von mehreren Sekunden. Und ich habe jetzt nicht jede Audiodatei bearbeitet und sozusagen diesen Schwanz abgeschnitten, denn der ist dafür zuständig, dass diese Gesprächsoption noch eingeblendet bleibt. Also das nur als kleiner Tipp nebenbei. Mach halt.
Ich will Bootsmann, ich möchte was über die Paladine erfahren. Hast du vielleicht gesehen, wo Halvar nach dem Wetttrinken gewesen ist? Na, gucken wir mal. Hast du vielleicht gesehen, wo Halvar nach dem Wetttrinken gewesen war? Nein, habe ich nicht. Ich habe anderes zu tun, als ständig die Leute zu beobachten. Naja. Bekomme ich auch so einen Waffenrock wie ihr? Bekomme ich auch so einen Waffenrock wie ihr? Klar, ich soll dir diesen im Namen von Lord Baldwin überreichen. Hä? Jetzt bin ich nackt. Trage ihn mit Ehre. Deine alte Rüstung nehme ich allerdings dafür an mich. Uniformschneider sind nämlich jetzt im Krieg leider nicht mehr so oft zu finden. Leicht im Lidsrüstung gegeben. Okay. Oh, das steht mir richtig gut. Okay, machen wir erstmal mit der Sextanten-Quest weiter. Mal gucken, Dandolo, vielleicht weiß er ja was. Ja. Hast du vorhin vielleicht Halvar gesehen? Ich meine, nach dem Wettsaufen? Nein, nicht, dass ich wüsste. Im Regelfall ist er auch auf einem Oberdeck zu finden. Aber ich habe bereits gehört, dass du ihn gewaltig unter den Tisch getrunken hast. Meine Güte, das hätte noch nicht mal ich geschafft. Respekt. Warte mal. Warte doch mal. Okay, du hast nichts mehr zu sagen. Ja, dann gehen wir nochmal hier rein. Ich weiß, dass da irgendwie... Also ich vermute, dass der Sextant wirklich oben auf dem Mast ist. Gut, da kommen wir nicht hin. Das ist die logische Schlussfolgerung. Das kann es nur sein. Dass wir wieder hier waghalsigst hier hoch müssen. Oh, ich freue mich schon. Ich freue mich schon. Also das ist ja hier nicht so schlimm, hochzugehen. Aber da, wo die Balustrade ist, also in dem ersten Stock, also in dem zweiten Stock, da wo wir jetzt drauf kommen, da ist es ein bisschen tricky. Oh, feuer. Hoffentlich bin ich schwindelfrei. Ja, genau. Hoffentlich ist Roland schwindelfrei. So, also sicherheitshalber abspeichern. Nicht, dass er wieder hier... So, und dann gucke ich. Weil oben ist es sehr, sehr schwierig rüberzukommen. Das sieht man hier auch, weil der Abstand immer größer wird. Und jetzt springe ich mal. Nein, da war der Sextant und ich bin kaputsch. Kadusch. Aber gut, dass ich abgespeichert habe. Ja, ja. Ah, sehr gut. Hier gibt es wieder neue Bilder mit Tipps. Das mit den Pilzen, das habe ich irgendwo schon mal gesehen. Vor Jahren, als ich diese Mod ausprobiert habe. So, jetzt muss ich sofort springen, sonst klappt es nicht. Ja, genau, richtig. So, da ist auch der Sextant. Sehr gut, ich habe ihn gefunden. Wird das in der Lok angezeigt? Knut? Nee, hat er nicht. Dann gehen wir mal wieder zurück. Wo war denn der jetzt nochmal? Ja, okay. Das heißt also, wieder runter. Oh, Leute. Das ist hoch. Uah. Richtig hoch ist das. Mann, oh Mann. So. Mal wissen, was das für eine Insel da hinten ist. Ob das schon die neue Insel ist. Also ich vermute, dass es Tamora ist. Oder Tamora. Und wir noch davor ankern. Ah ne, kann nicht sein. Der Anker liegt ja noch da vorne am Bug. Okay, Halvarchen. Jetzt kriegst du deine 6 Tanten zurück. Mit dem schönen Gruß von 7 Tanten. Ja, da ist er ja. Was ist denn hier los? Das ist ja unheimlich viel Party. Ich wundere mich über gar nichts mehr. Ich habe deinen Sextanten wiedergefunden. Was? Das ist ja großartig. Schnell her mit dem Ding. Adanos sei Dank. Wo hast du ihn gefunden? Ganz oben, auf dem Ausguck. Auf dem Ausguck? Meine Güte, warum bin ich denn darauf geklettert? Nun,
Vielleicht wolltest du mal frische Luft schnappen. Kann schon sein. Was man nicht alles im besoffenen Kopf tut. Auf jeden Fall hast du mir das Ding wieder beschafft. Und dafür werde ich dich auch zum Bootsmann vorschlagen. Ehrenwort. Doch halt, weißt du was? Am besten gibst du den Sextanten Gernot. Der braucht ihn jetzt für weitere Kursbestimmungen. Ja, das ist doch auch wieder mal ein Versprechen, welches gehalten wird. So, da steht wieder ein Konrad. Hey! Der nichts mehr sagt. Gernot soll ich also jetzt mal den Sextanten geben. Hier ist der Sextant. Hier ist der Sextant. Sehr schön. Dann können wir sogleich den neuen Kurs bestimmen. Ich kann das nicht glauben. Und fragen wir nochmal, ob ich Bootsmann werden kann. Ich würde gerne Bootsmann werden. Aha. So, Bootsmann, wo du noch gar nicht so lange hier bist. Aber warum nicht? Das ist sehr lobenswert. Sehr gut. Wenn dich die vier wichtigsten Matrosen, Harald, Hork, Halvar und Wolfgang, zum Bootsmann vorschlagen, werde ich darüber nachdenken. Er wird darüber nachdenken. Na schön. So, Sven. Der handelt ja nur mit seinem Sumpfkraut. Beowulf. Hallo, ich bin der neue Matrose. Mein Name ist Roland. Und ich bin Beowulf. Was kann ich für dich tun? Vielleicht später. Ach, was hab ich denn jetzt über? Ach, ich hab schon sowieso mit ihm gequatscht. Ja, Halvar ist okay. Von ihm haben wir jetzt die Einwilligung gekriegt, Bootsmann zu werden. Jetzt gibt's nur noch Hork. Speichern. Hey. Was wollte er nochmal haben? Ende. Also, Sumpfkraut, Boots. Nein, nicht pflanzen. So, muss ich Bootsmann ernannt werden. Und zwar Harald, Hork, Halvar und Wolfgang. Der Schmied Hork gehört ebenfalls zu den wichtigsten Besatzungsmitgliedern, deren Stimme ich benötige, wenn ich Bootsmann werden will. Hork würde mich zum Bootsmann vorschlagen, wenn ich mich im Kampf gegen die Orks bewähre. 12 Ork-Waffen verlangt er als Beweis. Bevor sich Halvar überlegt, das haben wir durch, obwohl ich Halvar beim Wetttrinken, Halvar wird mich zum Boden gejippt. Bevor Gernot mich erwägt, benötige ich die Zustimmung von Harald, Hork, Halvar und Wolfgang. Und so schließt sich wieder dieser Kreis. Ja, Harald, was ist denn bei dir? Ich will Bootsmann werden. Was muss ich tun, damit du mich zum Bootsmann vorschlägst? Wenn du deinen Schiffsdienst ordnungsgemäß verübst und die Mannschaft vor dir Respekt hat, würde ich Lord Baldwin den Vorschlag machen, dich zum zweiten Bootsmann zu ernennen. Du hast aber bei Lord Baldwin nur eine Chance, wenn dich auch die anderen vorschlagen. Ja, das ist mir klar. Dann will ich mich mal bewähren. Was gibt es hier an Bord zu tun? Eine ganze Menge. Als erstes, denke ich, solltest du das Deck kehren. Klar. Das ist doch nicht dein Ernst. Und ob das mein Ernst ist, mein Junge? Die Albatros ist ein Kriegsschiff. Und hier tut jeder das, was erforderlich ist. Wie auch immer. Einen Besen findest du in dem Raum auf dem Vorderdeck. Ja, keine andere Aufgabe. Hast du nicht vielleicht etwas anderes für mich zu tun? Sei froh, dass du nicht gleich das Deck schrubben musst. Ich dachte schon. Na, von mir aus genügt es, wenn du das mittlere Deck fegst. Ach du liebes bisschen. Na gut. Na gut. Dann beeil dich ein bisschen. Es wartet noch mehr Arbeit auf dich. Dann werden wir da mal gucken, ob wir was fegen können. Soweit ich weiß, gab's ja jetzt. Ja, dann wollen wir mal das Deck fegen. Das liegt doch auf der Hand. Aber ich habe keine Lust dazu. Das wird Stunden dauern, bis ich damit fertig werde. Ich könnte ja mal die Matrosen fragen. Vielleicht finde ich einen, der mir helfen wird. Aha. Weil hier waren ja immer 3 Besen, ja. Ich habe ja jetzt 6 Besen. Jo, wen sollen wir denn fragen? Hallo Ernst, hast du nicht gerade mal Zeit? Hallo Ernst, hast du gerade mal Zeit? Im Moment geht es gerade. Was möchtest du? Harald hat mir den Auftrag gegeben, das Deck zu fegen und da... Und da wolltest du mich fragen, ob ich dir dabei helfen kann? Ja, das wollte ich. Wie sieht es aus? Sei mir nicht böse, aber im Augenblick habe ich wirklich keine Zeit, dir zu helfen.
Der gute Harald hat mich bereits mit Arbeit bestens versorgt. Frag mal lieber einen anderen. Tja, da soll ich einen anderen fragen. Dann schauen wir mal, ob wir einen anderen fragen können. Oder machen wir jetzt Schluss? Ich würde sagen, wir machen das in der nächsten Folge, liebe Leute und liebe Fans. Ich bedanke mich für euer Zusehen. Schreibt einen Kommentar, gebt mir einen Daumen, beachtet die Glocke und wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss. Oh, jetzt muss ich auch noch hier das Deck fegen. So ein Mist.